Hallo, heute schauen wir uns Clonzilla an, ein Entwicklungswerkzeug, das als Open Source freier Markt verfügbar ist. Wir verwenden es zum Beispiel auch, um geklonte Images, also Rechnerkopien, aufgespendete Laptops für unser Hilfsprojekt zurückzuspielen. Zu Beginn hat man zwei Auswahlmöglichkeiten, Device Image und Device Device. Da wir das Ganze als Image-Kopie abgezogen haben, muss man also hier die erste Option auswählen. Dann gibt es als nächstes die Auswahl, wo die Images liegen. Das kann auf einem Server sein. Das ist in der Regel wahrscheinlich ein externes USB-Laufwerk, Local Device in dem Fall. Dann sollte man jetzt das USB-Laufwerk einstecken. Das Gerät braucht dann ein paar Sekunden, um das zu erkennen und würde dann im nächsten Schritt das anzeigen. Es kann sein, dass hier zwei, drei Laufwerke auch angezeigt werden, dass die interne Festplatte also auch erkannt würde. Linux nummeriert das Ganze mit oder kennzeichnet das Ganze mit Buchstaben. SDA ist die interne Festplatte und dann SDB, SDC, SDD und so weiter sind dann die externen erkannten Laufwerke. In dem Fall SDB. Hier an der Stelle kann es sein, dass je nachdem, was für eine Clonezilla-Version ihr verwendet, das etwas anders aussieht. Hier wird eigentlich nur an die Stelle im Verzeichnis navigiert, wo die Images liegen. Wir empfehlen also immer das Top Directory zu nehmen, also das oberste Verzeichnis. Manchmal bei älteren Clonezilla-Versionen wurden auch hier noch alle bereits gefundenen Images angezeigt und das führte dann zu Verwirrungen, dass dann Benutzer in diese Verzeichnisse rein navigierten. Das ist gar nicht nötig. Also hier geht es nur darum, wo liegen die Images und in dem Fall das Top Directory. Dann als nächstes wählt ihr aus, ob ihr mit dem Beginner oder mit dem Expert Mode arbeitet. Beim Zurückspeichern bitte immer den Expert Mode auswählen. Ich erkläre nachher auch noch warum. Dann, ob man ein Image speichern möchte, also Safe Disk, das ist in dem Fall nicht nötig, sondern wir haben ja hier bereits ein fertiges Image, deshalb wollen wir es zurückspeichern auf die Festplatte. Dann hier die Auswahl der Images, die zur Verfügung stehen. Wir haben 32 und 64-Bit-Images, je nach CPU-Typ in unserem Projekt und auch je nach Festplatte, Größe der Festplatte, schon bereits konfektionierte Images, auch in verschiedenen Sprachen, Spanisch, Französisch, Englisch etc. Ich wähle hier mal das kleinste Image aus. Dann, wo soll es hingespeichert werden? In der Regel auf SDA, auf die interne Festplatte. Und jetzt der Grund, warum ihr die Expert-Variante auswählen solltet. Diese Option muss mit der drücken der Leertaste gesetzt werden. Und zwar wird hier die Prüfung der Festplattengröße übersprungen. Ein Image merkt sich, wie groß war die Festplatte, auf der ich ursprünglich installiert war. Und wenn das zum Beispiel eine 500 GB Festplatte war und ihr spielt das jetzt auf eine 80er zurück, dann käme normalerweise die Meldung, nein, das geht nicht, die Platte ist zu klein. Selbst wenn das Image vielleicht nur 20 oder 30 GB groß ist. Und genau das wird durch diese Option ausgehebelt. Also damit überspielt ihr oder übersteuert ihr diese Prüfung und ihr bekommt jetzt auch ein Image auf eine kleinere Festplatte im Vergleich zur Ursprungsfestplatte draufgespielt. Mit Tab, mit der Tabulatortaste dann auf OK. Dann sollen die Partitionstabelle aus dem Original-Image genommen werden. Ja, einfach bestätigen, durchdrücken. Hier kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Daten heruntergeladen habt, braucht ihr die in der Regel eigentlich nicht zu überprüfen. Es gibt eine MD5-Summe, die kann man auch nochmal dagegen laufen lassen. Aber das Image wird ansonsten auch bei der Installation nochmal überprüft. Hier würde mit jetzt würde nur ein zusätzlicher Checklauf laufen. Das heißt, er würde erstmal das gesamte Image durchnudeln, auf
Fehler überprüfen und dann erst die eigentliche Installation starten. Also statt 1, 2 Stunden kann das Ganze dann auch 2 oder 4 Stunden dauern. Da reicht es, wenn er dann sagt, nee, brauche nicht, können wir überspringen. Dann, was nach der Installation gemacht werden soll, ob es runtergefahren werden soll oder ich wähle jetzt in dem Fall gar nichts machen aus. Nochmal bestätigen, ob ich es wirklich will, muss ich jetzt zweimal mit Yes, ja bestätigen aus Sicherheitsgründen und dann startet der Installationsprozess. Dauert je nach Hardware, je nach Größe der Festplatte des Images wenige Minuten, in dem Fall jetzt hier 3, 4 Minuten vielleicht, bis zu einer Stunde, anderthalb kann das auch mal dauern. Und wir springen jetzt ans Ende des Installationsprozesses, da sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Installationsprozesses. Das läuft jetzt einmal bis auf 100% ganz normal hoch und danach werden noch verschiedene Einstellungen mitgespeichert. Dann werden noch verschiedene Prüfläufe durchgeführt. Der sogenannte Grub, der Startbereich, wird geschrieben und geprüft. Die Festplatte wird nochmal gecheckt, ob alles richtig zurückgespeichert wurde. Und wenn das alles soweit passt, dann seid ihr genau hier. Press Enter to continue. Das heißt, ihr braucht das Ganze jetzt nur zu bestätigen. Danach müsst ihr noch die Partition anpassen mit gepartet in der Regel. Als Partitionsmanager müsst ihr dann die Partition auf die Größe der Festplatte bringen, auf die ihr das Ganze jetzt installiert habt, weil sonst fahrt ihr hoch und kommt aber über den Login-Bildschirm nicht raus. Der landet immer wieder da, weil er nicht genug Platz auf der Festplatte hat. Also insofern den nächsten Schritt bitte nicht verpassen. Bis dann. Das Image auf die Festplatte geklont wurde, startet ihr gepartet zum Beispiel als Partitionsmanager und wählt dann die Partition aus, die ihr verändern wollt, Resize, und zieht die jetzt mit der Maus bis zum Ende. Ihr müsst aufpassen, nicht die ganze Partition verschieben, sondern der Zeiger muss so mit den Pfeilen nach rechts und links zeigen, dann rüberziehen und anwenden. Das war's schon. Läuft dann ein paar Sekunden, vergrößert das ganze Filesystem und dann ist die gesamte Festplatte für euch zugänglich. Das war's dann schon. Danke.